Ich darf jetzt mal ein bisschen in die Tiefe gehen, weil in dem Fall müssen wir es jetzt tun. Bitte. Das Problem ist einfach, dass Herr Lauterbach immer von der Universität, von der Lehrmeinung, von den Studien spricht. Mhm. Wenn man sich aber mal klar macht, wie diese Lehrmeinung entsteht, also die Leitlinien, ja, allein das Thema zum Beispiel Leitlinien, sehr interessant. Sie wissen, wie die finanziellen Verpflichtungen sind der Leitlinienautoren in den USA. Ich bin noch nicht fertig, Sie lassen mich jetzt bitte ausreden. Also, dies zum Beispiel Cholesterin. Es gibt keinen Cholesterinwert, der sicher das Herzinfarktrisiko voraussagt. Das ist Unsinn, weil wahrscheinlich der Wirkmechanismus von Arteriosklerose, Statin, Cholesterin ein ganz anderer ist. Das Problem ist einfach, dass wissenschaftliche Studien an den Hochschulen inzwischen komplett missbraucht werden. Sie werden nicht mehr konsequent nach den Regeln guter Medizin oder Evidence-Based Medicine bewertet. Es wird konsequent an den Studien vorbei eine Lehrmeinung entwickelt. Und Herr Lauterbach, ich möchte keine Anti-Lauterbach-Sendung machen, ganz sicherlich nicht. Aber in dem Fall müssen wir uns einfach mal auch mal, wenn Sie diese Sicherheit vermitteln an Lehrmeinung und Leitlinien, möchte ich mal an Ihre Leitlinien erinnern, die Sie noch in Ihrer Zeit als aktiver Wissenschaftler. Bitte müssen Sie jetzt doch von Lehrmeinung und von Studien. Wissen Sie, wenn man sich mal, ich habe mir mal Ihre Leitlinien angeschaut zum Thema Adipositas, müssen es aushalten. Das ist jetzt das Thema Gewicht. Ja, zum Beispiel. Meiner Meinung nach strotzen diese Leitlinien voller Fehler. Aber das Interessante ist zum Beispiel, dass Sie ein gefährliches Medikament dort empfehlen, das Sibutramin. Ja? Und das zu dieser Zeit, zur Gewichtsabnahme. Das ist zur Gewichtsabnahme. Und da wurden die Nebenwirkungen verharmlost, deswegen auch, weil Sie da drin schreiben, weil die Gewichtsabnahme dann zu einer Verbesserung von zum Beispiel Blutdruck führt. Mhm. Dann empfehlen Sie das Medikament zur Zulassung. Und dann hat es 12 Jahre gedauert, bis das endlich vom Marken geflogen ist, weil Leute daran gestorben sind. Sind Leute daran gestorben? Ja, und das ist schon ein Skandal. Aber wenn ich auf Seite 3 lese, auf diesen Leitlinien, da steht auf Seite 3, finanziert und personell unterstützt wurden diese Leitlinien von der Firma Knoll, die dieses Sibutramin ja hergestellt hat, dann frage ich mich schon als niedergelassener Arzt, ich bin ja niedergelassener Arzt, kein Professor an der Universität, kann ich diesen Leitlinien trauen? Also Ärzte, jetzt müssen Sie was dazu sagen. Also Sie haben quasi in Ihrer Funktion als Wissenschaftler eine Leitlinie verfasst, die mit zur Empfehlung eines gewichtsreduzierenden Medikaments verwendet wurde, an dem Menschen gestorben sind? Nein, das stimmt schlicht und ergreifend nicht. Zunächst einmal, unser Institut, die Universität Köln, hat mit vielen anderen Universitäten in Deutschland vor 15 Jahren eine Leitlinie mitentwickelt zur Gewichtsreduktion. Mhm. Und das ist das Medikament, was Sie gerade ansprechen, überhaupt nicht empfohlen worden. Aber natürlich. Nein, es ist nicht empfohlen. Das kann ich wortwörtlich belegen. Sie haben übrigens diese Leitlinie geschickt, Ihr Büro. Es sind damals keine spezifischen Medikamente empfohlen worden. Doch, Herr Lauterbach, Sie schreiben da drin, dieses Medikament wird zur Zulassung empfohlen. Wortwörtlich ist nachzulesen. Nein, es ist schlicht und ergreifend. Erstens, also ist es so, das Medikament war zu dem damaligen, das ist jetzt 15 Jahre her, dass das Medikament kein gutes Medikament ist. Das hat man vor ein paar Jahren festgestellt. Das hat man zum Zeitpunkt der Leitlinien gewusst, Herr Lauterbach. Nein, Sie haben vielleicht. Das Arzneitelegramm hat davor gewarnt, ich bitte Sie. Ja, es ist nicht richtig. Zeigen Sie doch mal, dass Sie aus anderem Holz geschnitzt sind wie der Herr zu Gutenberg. Ja, ich meine, Sie haben da wirklich. Was hat denn der Gutenberg jetzt damit zu tun? Er hat damit zu tun, dass man einen Fehler macht und dazu steht. Es war, also es ist erstens. Was soll das? Okay, aber das ist jetzt eine separate Diskussion, die geht jetzt Sie beide an. Aber was mich schon wirklich interessiert ist, gibt es denn, wenn man es jetzt, also Sie sagen, es gibt diese Studie, es ist empfohlen, Sie sagen, Sie haben es nicht empfohlen, fest steht, es gibt diese Leitlinie, Sie sind ja auch für eine Gewichtsreduzierung. Nein. Ich bin gegen jede Gewichtsreduzierung mit Medikamenten. Das ist klipp und klar. Heute? Kann das sein, dass Sie es vor 15 Jahren nicht waren? Nein, war ich auch. Wir haben damals an einer Leitlinie mitgearbeitet als Institut, wo über verschiedenste, das ist 15 Jahre her, die Medikamente, über die Herr Frank hier spricht, die haben später große Nebenwirkungen gezeigt. Mhm. Und ich kann mich nicht erinnern, dass ich diese Medikamente in den letzten 10 Jahren, ich habe diese Medikamente nie einem Arzt empfohlen, dass er sie verschreibt, noch nie einem Patienten verschrieben. Er beruft sich auf Dokumente, damit wir hier also nicht, ich will das nur klarstellen, ich empfehle und habe auch nie einem einzigen Patienten ein Medikament zur Gewichtsreduktion empfohlen. Ja. Ich empfehle allerdings bei einem Patienten wie ihm, um den Blutdruck abzusenken, dass er zunächst einmal sein Gewicht reduziert. Das Problem ist aber, dass zum Beispiel diesen Streit jetzt mal dabei. Sie müssen mir jetzt einen Gefallen tun. Oh, wow. Wie viele Hirnzellen tötet so ein Vollrausch ab? Schwer zu sagen, aber da geht schon was verloren. Ja. Da habe ich so manch einen Opfergang hinter mir. Oh, wow. Jetzt kommt der Party Lauterbach.